Nachdem wir uns im vorangegangenen Video mit der Beschaffung der Kaspersky-Rettungs-CD beschäftigt haben, kommen wir jetzt zu der Rettungs-CD an sich und was man damit anfangen kann. Um die zu starten, muss im BIOS das CD-Laufwerk als erste Boot-Device eingestellt werden. Das heißt, ihr müsst ihr neue BIOS, das geht mit F2 oder Entfernen beim Hochfahren, geht dort unter Boot und bei Boot Device Priority ändert ihr eben das so ab, dass euer CD-Laufwerk an erster Stelle steht. Also natürlich, falls ihr die Rescue Disk auf CD gebrannt habt. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die über USB zu starten, aber wir gehen mal davon aus, dass sie jetzt über CD gestartet ist. Und wenn das getan ist, kommt ihr hier in dieses Menü, wählt jetzt die Sprache aus, müsst dann noch den Lizenzvertrag mit 1 bestätigen und hier wählen wir den Grafikmodus aus. Die CD startet jetzt ein Mini-Betriebssystem sozusagen, mit dem ihr einige Möglichkeiten habt, noch auf euren PC zuzugreifen. Welche Vorteile das mit sich bringt und was ihr von da aus machen könnt, das gehen wir mal der Reihe nach durch. So, es ist gestartet. Einige von euch haben vielleicht schon erkannt, dass dieses System auf Linux basiert. Und jetzt werden auch schon die Laufwerke gemountet, also das sind die Windows-Laufwerke, auf die wir natürlich gerne jetzt Zugriff hätten. Verbindung hergestellt, das heißt, er erkannt, dass wir im Internet sind. Das ist auch relativ wichtig. So, jetzt gehen wir mal durch, was wir hier machen können. Wir klicken hier unten links auf das schöne K und können sehen hier zum Beispiel, wir können die Registry editieren. Und wir können hier mal die Rescue Disk starten. Und die Rescue Disk ist eigentlich nur das Virenscanner-Modul von Kaspersky. Wir können jetzt zum Beispiel auswählen, was gescannt werden soll. Also und zum Beispiel unsere ganzen Windows-Festplatten natürlich am besten hier immer alles auswählen. Aber ganz wichtig vorher, deshalb habe ich gesagt, es ist wichtig, dass wir Internet haben, ein Update zu machen, denn die Datenbanken sind, naja, heute sind sie vielleicht ein bisschen 4 Tage alt, in dem Fall, das geht noch, aber im Extremfall sind die natürlich wesentlich älter, weil die Rescue Disk halt nicht so oft nicht so oft aktualisiert wird von Kaspersky. Also müssen wir hier ein Update ausführen. So, während jetzt das Update hier läuft, schauen wir uns ein paar andere Dinge noch an, die wir hier machen können. Und zwar können wir hier das Terminal starten. Das ist ähnlich der Windows-Eingabeaufforderung. So, da haben wir es. Und können jetzt den Windows-Unlocker, der soll ja dazu dienen, Ransomware zu entfernen, also den PC wieder so herzurichten, dass er im ersten Moment erst darauf auf die Dateien wieder zugegriffen werden kann. Bestätigen wir mit Ende. Und können jetzt zum Beispiel hier also Sicherheitskopie der Bootsektoren erstellen, falls die Freischaltung halt eben fehlschlägt. Aber wir wollen jetzt mal Windows nur freischalten. Na, das wollten wir nicht. Okay, NumPad will er nicht. Gut. Man sieht eben, was er dann jetzt alles durchgeführt hat. Und dann können wir es beenden. Das wäre jetzt also quasi der ganze Schritt zur Windows-Freischaltung gewesen. Falls wir denn infiziert sind. War jetzt der PC nicht, aber zu Demonstrationszwecken hat es ja gereicht. So, also falls das Update dann ausgeführt ist, einfach hier wieder zurück auf Untersuchung von Objekten. Und wenn das Update dann beendet ist, dann haben wir hier auch die Möglichkeit, auf Untersuchung von Objekten starten zu drücken. Und dann würde er eben einen ganz normalen Scan ausführen und uns fragen, was wir mit gefundenen Viren anfangen sollen. Das ist noch nicht alles, was die Rescue Disk kann. Mit der Rescue Disk können wir nämlich auch unsere Daten sichern. Das wird für einige wahrscheinlich der wichtigste Punkt sein. Dazu schließen wir zum Beispiel einen USB-Datenträger an und starten hier mit dem Doppelklick den Dateimanager. Und haben hier zum Beispiel auf C Zugriff auf unsere Festplatte C. In Windows XP sind die eigenen Dateien gespeichert unter Dokumente und Einstellungen. Und dann eben den Benutzernamen auswählen, hier Administrator. Und hier dann eben eigene Dateien.
Die könnt ihr jetzt einfach sichern, indem ihr dann hier nochmal auf Disks zurückgeht. Und auf Disk, das wäre zum Beispiel hier mein USB-Datenträger, da könnt ihr sie einfach drauf speichern. Das kann natürlich auch eine Festplatte sein. Die Live-CD kommt dann mit den Datenträgern in der Regel zurecht. Jetzt gehen wir mal zurück und schauen, ob unser Update fertig ist. Ja, fast abgeschlossen. 90% gleich. So, Update ist abgeschlossen. Wir bekommen auch eine Meldung dazu. Wir sehen hier auch, wie aktuell die Datenbanken sind und könnten jetzt hier also einfach mit Untersuchung von Objekten starten loslegen. Ja, das waren eigentlich im Groben die Funktionalitäten der Rescue Disk, also Daten sichern, nach Viren scannen und eben Windows freischalten, falls der Computer mit Ransomware befallen ist, was natürlich nicht geht, wenn ihr einen Verschlüsselungsvirus euch eingefangen habt. Die Dateien lassen sich dann in der Regel nicht mehr entschlüsseln. Da kann auch Kaspersky dann nicht weiterhelfen.